Ja gut, Pech. Ich fange gerade an, weil die Kamera einfach angesprungen ist. Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist Freitag, witzig. Entschuldige ich. Sogar noch November. Und ja, ich habe euch ein Thema mitgebracht. Muss kurz ablesen. Wir sind wieder in der Vorproduktion für den Dezember und ja, das kennt ihr ja. Es wiederholt sich alle Jahre wieder, es ist immer wieder schön und es macht uns allen eine Freude. Also, ich habe voll das Hängelied gerade. Entschuldigung. Also, wie folgt. Ich habe mal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, wir haben ja zurzeit viele Asperger-Themen. Weil ein gewisser Asperger ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, dass er auf seinem Kanal über alles Mögliche geredet hat, nur nicht darüber. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ich denke, ihr könnt euch denken, wen ich meine. Ja, und deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Lasst uns mal ein bisschen alten Käse aufwärmen. Käse. Entschuldigung. Nämlich wie folgt. Ihr wisst ja, ich habe euch schon mal in vielen Videos davor Sachen erzählt, die so typisch für Asperger sind. Und ich dachte, lasst uns doch einfach alten Käse nochmal aufwärmen und ich werde euch jetzt mal die aktuelle Sicht zu den Sachen sagen. Und deswegen werden wir uns jetzt mal durch alte Sachen mit neuer Sicht durcharbeiten und fangen an mit Wasser. Wassermarsch. Jetzt wäre es voll cool gewesen, wenn über mich so eine Wasserfontäne gekommen wäre. Also auch voll scheiße gewesen, wenn dann wäre ich voll erstarrt. Also. In den letzten Jahren hat sich an meiner Wasserempfindlichkeit nicht viel verändert, also nicht gerade die große Überraschung, aber ist so. Aber ich muss zugeben, ich habe neue Beobachtungen gemacht. Also, wenn mich ein Tropfen Wasser erwischt, ist es weniger schlimm, als wenn es zwei sind. Ja, ich erstarre erst ab einem gewissen Nässegrad. Also ich bin schon mal in eine Tropfe Wasser gestanden und ich bin nicht zur Salzsäule mutiert. Also würde ich sagen, das kann man schon sagen, dass es da eine gewisse Nässe braucht. Ich habe auch festgestellt, wenn ich mich mit Tee vollsau, ist es total schmerzhaft. Aber wenn ich mir ein Gläschen Milch drüber geschüttet habe, das hat gar nicht wehgetan zum Beispiel. Ja, was kann ich noch sagen? Ich finde Regen, also Schnee macht mir irgendwie gar nichts, also so vom Ding. Also wenn es schneit und ich vom Schnee nass werde, das tut mir während es schneit nicht weh, aber wenn ich dann zu Hause bin und die Schuhe ausziehe, dann tut es weh, komischerweise. Ist echt komisch, oder? Stimmt. Der Schnee ist ja ein bisschen zu kristallig. Manchmal habe ich das Gefühl, ich komme in meinen eigenen Videos rüber wie der letzte Dumpfbatz. Ja, was kann ich noch sagen? Ich habe gemerkt, dass ich beim Wasser, also ich kann ja kein Wasser trinken im Sinne von reines Wasser. Und das hat sich immer noch nicht verändert. Aber ich vermute, es liegt daran, dass Wasser mir auch, wenn es nur in reinen Wasserform, und das ist jetzt kein Witz, das habe ich festgestellt, wenn ich Wasser trinke, das tut mir weh. Körperlich weh. Also das scheint auch was. Das hat auch, scheint auch was damit zu tun zu haben. Aber ich kann es jetzt nur von meiner Perspektive sagen. Wenn es bei anderen ist, das kann ich nicht sagen. So. Wie auch. Ich bin ja nur ich. Und nicht mehr als ich. Noch nicht weniger als ich. Und ich bin ich. Und deswegen kann ich euch immer nur von meiner Perspektive erzählen. Und ja, mir gibt es eigentlich nichts zu sagen. Mir hat sich nicht geändert. Was? Ja, ich habe gemerkt, früher war es so, dass wenn ich mit Wasser in Kontakt gekommen bin, dass es wehgetan hat. Inzwischen merke ich, dass bei mir auch die Temperatur des Wassers tatsächlich eine Rolle spielt. Also heißes Wasser tut natürlich weh. Jetzt nicht gerade die Big Surprise, aber es ist nun mal so. Aber ich bin auch tatsächlich eine Tendenz, dass ich empfindlicher werde bezüglich der Temperatur. Also früher konnte ich in dampfendes Wasser steigen und es hat mir überhaupt nichts gemacht. Jetzt bin ich schon, wenn das Wasser nur so kurz vor kalt ist, so laukalt, dann hüpfe ich schon im Quadrat, weil es mir viel zu heiß geworden ist und das dann richtig unangenehm ist. Ja. Ja,
Ich könnte euch jetzt noch peinlicherweise erzählen, dass ich jetzt seit ein paar Monaten, ja gut, fang mal, mach ich. Auf diesem Kanal mache ich ja emotional Striptease, also hier kommt mein Striptease. Ich habe Folgendes. Ich habe mir vor ungefähr ein paar Monaten, habe ich mir, ja, nee, ist eigentlich schon ein bisschen her, fast ein Jahr oder zwei, habe ich mir einen wasserfesten Lautsprecher zugelegt. Den habe ich damals, weiß ich gar nicht, das habe ich irgendwo, ja genau, und zwar im Kontext mit meinem Handyvertrag, den jetzt bei 1&1 als Zugabe gegeben. Da habe ich gelesen, wasserfester Lautsprecher, und habe so gedacht, boah, krasse Sache, mal schauen. Und den habe ich dann mir halt, weil ich den Vertrag von 1&1 nicht wollte, habe ich mir den halt so gekauft. Und seitdem höre ich immer, wenn ich im Wasser liege, Musik. Und jetzt schmetter ich Howard Carpendale Lieder in der Badewanne. Das gibt nicht Schlager. Ich stehe nicht mal auf Schlagermusik, aber eben das erste Lied auf meiner Playlist ist Hello Again von Howard Carpendale. Weil ich weiß nicht, irgendwie hat es einen Rhythmus, zu dem, wenn ich in die Badewanne reinsteige. Weiß ich nicht, die Bewegungen, wenn ich so zu Hello Again ein bisschen tanze, dann geht's leichter. Ich weiß auch nicht. Ich kann es euch jetzt nicht. Und spätestens dann, ich habe dann die Playliste mir so gemacht, dass ich die zeitlich einteilen kann. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen eklige Fakten. Wenn man nicht so oft badet, muss man etwas länger einweichen. Und damit ich ungefähr weiß, wann 30 Minuten vorbei sind, habe ich mir ein Lied genau auf die 30 Minuten der Playlist drauf gemacht. Und immer wenn das Lied läuft, weiß ich, jetzt kannst du anfangen, dich sauber zu schrubbeln. Hilft. Wer kein Zeitgefühl hat, das hilft. Und spätestens, wenn Eminem's Lose Yourself ertönt, weiß ich, jetzt musst du dich waschen. Ja, und dann fange ich an, richtig peinlich zu versuchen mitzurappen. Gut, lassen wir das jetzt. Das ist genug Peinliches für ein Video. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr einen Trick habt, wie es mit dem Wasser etwas leichter wird oder was ihr macht. Weil ich bin heute zum Beispiel beim Haare waschen, ich habe heute Haare gewaschen, sieht man zwar nicht, ist aber wahr. Bin ich so unter der Bahn, ich bin mir ganz bescheuert vorgekommen, aber es hat funktioniert. Und ja, und ehrlich gesagt, es hat so gut funktioniert, dass ich mir dann 4 oder 5 Mal die Haare gewaschen habe und dann noch Conditioner rein, weil ich irgendwie diesen Moment gerade so toll fand. Ja. Jetzt klebt alles, sag mal. Sie hat leider recht. Das ist so schlimm. Das ist vom Conditioner. Ich habe viel zu viel reingeschmiert, glaube ich. Ey, ohne Witz, ich bin da. Die Flasche, ich habe die so geschüttelt und dann weil die schon fast leer ist, dann kam so eine Wurstform raus. Diese Bewegung hat mich so beeindruckt, dass ich nicht aufhören konnte. Und dann hatte ich so ein Ding auf der Hand und dann habe ich irgendwie dieses Ding, weil ich Spaß habe, so auf die Haare verteilt. Ignoriert das. Also dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch beim Waschen, Baden oder wie auch immer hilft, weil alles, was wir hier teilen, hilft eben vielleicht auch anderen Aspergern. Nicht wahr? Mhm. Das war eigentlich jetzt gerade so ein an mich, nicht wahr? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmentoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.